Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Gott, ich glaube. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich. Und ich liebe dich. Ich bitte um die Vergebung für all jene, die an dich nicht glauben, die dich nicht anbeten, die nicht auf dich vertrauen und dich nicht lieben. Amen. Dieses Gebet hat in Portugal der Engel zwei kleine Kinder gelernt. In Fatima 1916, ein Jahr vorher, bevor die Mutter Gottes ihnen erschienen ist, bevor sie ihnen ihre Botschaft gegeben hat. Unsere Familie ist hingereist genau aus Fatima-Ort in der Tschechei, wo Fatima verehrt wird. Und dieses Jahr erinnern wir uns an 100 Jahre Erscheinungen. A osobnímu pozvání otce Marinka. Dank der Regie Gottes und auf den Aufruf von Pater Marinko sind wir heute hier und ich möchte euch meine Familie vorstellen. Manžel Antonín, mein Ehemann Antonín, die älteste Tochter, die Klara, die 9 Jahre alt ist, František 7 Jahre, Aneška 3 Jahre und das ungeborene Kind. Und ich heiße Ich heiße Gabriela. Und wir sind alle fröhlich. Ihr gehört habt vom Pater Marinko, so heißen wir. Komme aus einer atheistischen Familie. Bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich war ich in der Kirche vielleicht zweimal. Das erste Mal besuchte ich eine Kirche bei der Beerdigung von meiner Uroma. Das zweite Mal besuchte ich die Kirche zu einem Weihnachten in der Nacht und es ist wahr, dass ich trotzdem Gott gesucht habe, aber auf der falschen Richtung. Außerdem in den östlichen Philosophien wie Buddhismus, Yoga, New Age, in Okkulten und Ähnlichem. Es hat mich alles interessiert, was verbunden war mit dem Übernatürlichen. Heute kann ich Gott und der Mutter Gottes danken, dass ich nicht in irgendeiner Sekte gelandet bin. Als ich meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt habe, es gab keine Zeit für geistiges Suchen. Und es kam ein aufregendes Trennen von meinen Eltern. Ich habe entschieden, ich werde mit meinem Auserwählten leben, noch bevor ich meine
Studium angefangen habe und dann bin ich standesamtlich, habe ich geheiratet. Nach 3 Jahren des ruhigen Lebens. Ich war wirklich vollkommen glücklich. Trotzdem mangelte es an etwas. Und der größte Wandel kam mit der Geburt von unserer ältesten Tochter Clara. Und dann wollten wir mit der Planung ihrer Taufe, haben wir angefangen mit der Planung ihrer Taufe. Mein Ehemann kommt aus einer traditionellen katholischen Familie. Weil der ganze Glaube war darin, dass das Kind getauft wird. Und die Kirche besuchen wir maximal 2 Mal in einem Jahr. Aber ich war gegen die Taufe. Ich selbst bin ja auch nicht getauft gewesen. Wir gehen nicht in die Kirche. Warum sollen wir das dann tun? Gott sei Dank, etwas hat mich überstiegen. Vor der eigenen Taufe hatten wir eine Art Vorbereitung und des verantwortlichen Eltern. Eine Woche vor der Taufe sind wir in die Kirche zur Messe gegangen. Damit wir ungefähr wissen, wie das da aussieht. Und aus dem Ritus der Taufe der Tochter in den Gedanken sind mir 2 Gedanken geblieben. Ich wusste nicht, wie man ein Kreuz an ihre Stirn macht. Und ich musste versprechen, dass ich Gott im Glauben an Gott erziehen werde. Und dann auf einmal kam mir der Gedanke, wenn ich das von allen hier versprechen soll, dann muss ich das auch erfüllen. Aber wie? Ich kenne doch Gott gar nicht. Das war dieser erste Impuls, warum ich dann entschieden habe, dass ich lernen möchte, den christlichen Glauben kennenzulernen. Am nächsten Sonntag, mein Ehemann und ich, sind wir zum Heiligen Messe gegangen. Und für uns war das wie ein angenehmes Gefühl, Verbreitung unserer Sichtart, aber auch die Möglichkeit, an etwas anderes zu denken. Derzeit, wo Advent war, begann ich, in den Kirchchor zu gehen. Aber da war schon Jesus in meinem Herzen und er hat gesiegt. Und die Lieder des Dankes sind in Wirklichkeit Gebete. Und wenn Sie diese Lieder, Dankeslieder mit ganzem Herzen singen, kann keiner euch groß erklären, wie man beten soll. Ich habe wunderbar mich kennengelernt mit unserer pastoralen Assistentin Hanko. Mit ihr konnte ich alles teilen. Und danach habe ich entschieden, dass sie auch meine Taufpatin werden soll. Auf einmal, ganz langsam, habe ich Jesus immer mehr kennengelernt. Und ich war glücklich. Über diese neue Welt, wo die Tür offen war.
und über. Auf alles habe ich aus einer anderen Perspektive geschaut. Ich habe meine Meinung geändert und das Urteilen der Welt um mich herum und meine Interessen. In gewissen Dingen sogar war ich auch radikal. Auch die Stufen meiner Werte haben sich verändert. Denn da an erster Stelle steht jetzt Gott, dann mein Ehemann und meine Kinder. Für meinen Ehemann war das nicht einfach, diese Entscheidung anzunehmen. Denn auf einmal bin ich anders geworden. Anders als so, wie er mich geheiratet hat. Aber all diese Zeit haben wir mit der Hilfe Gottes geschafft zu durchleben. 2010 habe ich endlich auch das Sakrament der Heiligen Taufe empfangen. Aber mehr als ein Jahr musste ich warten. Aber ich meine, dass das so am besten war. Auch wenn meine Familie wuchs und immer mehr Verpflichtungen es gab und in der freien Zeit, habe ich versucht, in die Kirche zu rennen und die Kraft zu schöpfen dort. Es gab auch solche Zeiten, wo die Messe am Sonntag aus der ganzen Familie, ich alleine dorthin ging. Es war eine Schule der Beständigkeit und des Gebetes. Heute feiern wir die Heilige Messe gemeinsam mit meinem Ehemann und den Kindern. In Wirklichkeit auch mit der Mutter meines Ehemanns. Nach 33 Jahren sie hat entschieden, ihr Leben durch die Sakramente zu erneuern. Und Clara von diesem Jahr geht zur ersten Kommunion. Das alles klingt wie ein Märchen mit einem wunderbaren Ende. Ich danke Gott für alle Gnaden, für alle erhörten Gebete, für die unaufhörliche Nähe und für die Führung der Mutter Gottes. Ich danke auch für alle guten Menschen, die um uns herum sind, die für uns gebetet haben und auf die Fürsprache aller Heiligen. Unser Leben ist in den Händen Gottes und es ist abhängig von uns, ob wir bestätigt sein werden in der Nachfolge Jesu Christi. In Wirklichkeit haben wir entschieden, dass wir gegen das Wasser schwimmen werden. In unserem Land ist der Glaube an Gott, meinen viele Leute, das wäre eine Schwachheit. Oder die Leute wären durcheinander oder so. Die Tatsache, dass wir ein viertes Kind haben werden, Menschen um unsere Umgebung können das nicht begreifen. Warum aus meinem Wohlfühlen etwas entziehen? Warum wieder die ganzen Nächte nicht schlafend durchzulebt haben und weinen vom Kind beruhigen, ihre Streitigkeiten zu beruhigen, wieder etwas vorzubereiten zum Essen, immer nur waschen, sauber machen,
und noch weniger zu haben. Weil durch das Kind wir immer weniger auch haben, materiell, aber die Liebe wächst. Und der Spiegel der Liebe Gottes zu uns wird immer größer, den wir auch weiterhin geben möchten und nichts darum erbitten. Ich habe noch etwas Interessantes begriffen. Mein Ehemann und ich, wir waren ungewollte Kinder. Wenn es so einfach wäre, in der Gesellschaft anzunehmen, zur Abtreibung zu gehen, so wie das häufig auch heute ist, vor allem in unserem Land, wir wären gar nicht hier. Und jetzt kann ich endlich wieder zurückkehren zum Anfang. Was ist mit denen, die nicht an Gott glauben? Auch sie können glauben. So wie auch wir angefangen haben zu glauben. Warum ihnen nicht die Gelegenheit geben, jeder einzelne von uns, der jetzt heute hier ist, jeder, der Ohren hat und hören kann, kann wirken auf seine Umgebung. Wie? Mit seinem eigenen Leben, mit dem Zeugnis der Werke, mit ihren Werten und mit ihren Haltungen. Und zuletzt können auch die Worte kommen. Lasst auch uns zu einem Tropfen im Ozean werden, denn gemeinsam können wir die Welt verändern. Ich wünsche euch, dass auf eurem Weg durch das Leben ihr immer auf dem richtigen Weg geht. Auch in den Momenten schwerer Versuchungen, wenn alles hoffnungslos aussieht, wenn wir nach Hause zurückkehren, wird die Realität des Alltages kommen. Wenn wir keine Euphorie, keinen Enthusiasmus mehr spüren, aber auch das ist ein Plan Gottes, ein Teil seines Planes. Unsere Aufgabe ist es, beständig zu sein und zu kämpfen. Und unsere Waffe ist der Rosenkranz. Noch einmal möchten wir danken Vater Marinko, dass er uns gerufen hat. Und dass sie uns so wunderbar uns aufgenommen haben und dass man sich so um uns sorgt. Wir sind das erste Mal in Medjugorje und wir erleben diese wunderbare Atmosphäre, die hier herrscht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.